Du bist doch die Expertin. Worin? Woher soll ich das denn wissen? Finde es doch raus. Hey, gib mir noch 10 Minuten. Deine Zeit läuft. Vielleicht kannst du mir eines Tages verzeihen. Du solltest dich nicht bei mir entschuldigen, sondern bei all den anderen, die du ins Unglück gestürzt hast. Bei Christoph ist es ja leider zu spät dafür. Wie kommst du bitte darauf, dass Frau Lindin so krank sein soll? Das hat ihm Dr. Martinek gesagt. Er behandelt sie seit Jahren. Entschuldige, aber es ist mir schleierhaft, wie er zu so einer Diagnose kommt. Wieso? Frau Lindin hat lediglich einen zu niedrigen Blutdruck. Zu niedrigen Blutdruck? Sie bekommen Medikamente gegen zu hohen Blutdruck. Seid ihr sicher? Soweit wir sehen können, ist alles in Ordnung. Du kannst gern meinen Kollegen fragen, wenn du mir nicht glaubst. Ach, natürlich glaube ich dir. Es ist nur so. So, das war's, Frau Linsen. Frau Linsen hat wirklich lediglich einen zu niedrigen Blutdruck. Ihr Hausarzt sollte ihr einfach ein entsprechendes Medikament verschreiben. Und ihr Herz? Das schlägt noch 100 Jahre. Auf Wiedersehen, Frau Linsen. Wiedersehen, Herr Doktor. Alles Gute für Sie. Hm? Tschüss. Wiederschauen. Ciao. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Mhm. Ja, ich mache mich dann auch mal auf den Weg. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Nochmal störe ich dich bestimmt nicht. Du hast dich absolut korrekt verhalten. Aber euren Dr. Martinek? Mhm. Ja, den solltet ihr mal zu einem Fortbildungsseminar schicken. Ich habe ihn eigentlich für ziemlich kompetent gehalten. Also in meinen Augen war das eine absolute Fehldiagnose. Mhm. Eine Fehldiagnose, an der eine ganze Menge Geld hängt. Wie meinst du das? Das erzähle ich dir später genau. Okay. Wir sehen uns nachher. Mhm. Auf Wiedersehen, Frau Linsen. Wiedersehen, vielen Dank. Geht's wieder? Ja. Und jetzt erzählen Sie mir doch noch mal, wie das war mit dem Geld, das Sie der Organisation überschrieben haben. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke. Nein, danke. Bitte schön. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Die Zeit nach Christophs Tod. Als Freund wäre es meine Pflicht gewesen, dir sofort zur Seite zu stehen. Die letzte Zeit war auch nicht leicht für dich. Der ganze Umzug von Hamburg. Ach, da hätte sich auch Beatrice drum kümmern können. Und die Firma, wozu beschäftige ich gut bezahlte Anwälte? Du hast auch so viel für mich getan. Nicht genug, um über einen so großen Verlust hinwegzukommen. Du hättest nichts weiter tun können. Damit musste ich ganz alleine fertig werden. Was dir auch ausgezeichnet gelungen ist. Ja, wie heißt es so treffend? Das Leben geht weiter. Du bist wirklich eine starke Frau. Wenn ich trotzdem irgendetwas für dich tun kann. Ja, das kannst du. Würdest du mich heute Abend ins Ballett begleiten? Ja, mit dem größten Vergnügen. Natürlich werden wir uns um die Patientin kümmern. Ich rufe sie wieder an. Wieder an. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Sie wollten mich sprechen. Ja. Es geht um Frau Linsen. Ja, auch so ein tragischer Fall. Ich war heute bei ihr. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ja, manchmal hat sie noch so ihre lichten Momente.
So zum Beispiel, als sie ihnen ihre gesamten Ersparnisse geschenkt hat? Der Organisation. Wie Sie jederzeit der Schenkungsurkunde entnehmen können. Heute Morgen ist Frau Linsen zusammengebrochen. Was haben Sie da? Ja. Ja, und wieso erfahre ich erst jetzt davon? Ich habe versucht, sie zu erreichen. Das war die ganze Zeit besetzt. Also habe ich einen Freund von mir angerufen. Ich hatte doch bei meinem Seminar eindeutig darauf hingewiesen. Tom ist Arzt. Und er hat gesagt, dass Frau Linsen nicht herzkrank ist. So? Was sagen Sie dazu? Nichts gegen die Qualifikation Ihres Freundes. Ist er Kardiologe? Nein, aber er arbeitet im Krankenhaus. Und versteht nichts von Herzerkrankungen. Der Notarzt konnte auch nichts feststellen. Trotz EKG. Sowas? Sollte da tatsächlich ein Irrtum unterlaufen sein? Vielleicht sind einfach nur die Krankenblätter vertauscht worden. Ja, sowas wäre natürlich möglich. Sie wissen ja, wie das hier manchmal drunter und drüber geht. Ja, ich werde mich sofort darum kümmern. Und damit so etwas nicht noch einmal vorkommt, plädiere ich beim Vorstand dafür, dass umgehend ein weiterer Arzt eingestellt wird. Schön. Wann bekommt Frau Linsen ihr Geld zurück? Keine Sorge, das wird erledigt. Sie haben sich übrigens sehr umsichtig verhalten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Auf Wiedersehen. Ja? Herr Toppe für Sie. Bitte richten Sie Herrn Toppe aus, er möge eintreten. Dankeschön. Dumm gelaufen. So will ich dein Video nennen. Abwarten. Noch hast du die Wette nicht gewonnen. Ach Gott, du spielst ein Spiel, das du schon längst verloren hast, mein Lieber. Kathi hat mich geküsst. Ist ja richtig? Ich meine, auf die Stirn. Wenn du mich fragst, sie spielt nur mit dir. Du Anfänger. Bei uns Profis heißt das Flirten. Kluge Menschen aber wissen, was es wirklich ist. Die totale Abfuhr. Felix? Ja? Oh, schade, du hast Besuch. Jetzt hättest du mit mir ausreiten können. Ja? Ein Bote ist auf dem Weg zu Ihnen. Danke. Legen Sie die Kleider irgendwo ab. Kleider? Was ist das? Ein Päckchen. Ja doch, das sehe ich selbst. Wenn Sie mir bitte noch den Erhalt hier quittieren. Danke. Schönen Tag noch. Objekt- und Gebäudeverwaltung? Sehr geehrte Frau von Anstetten, hiermit übersenden wir Ihnen das Tagebuch Ihres verstorbenen Mannes. Bei Aufräumarbeiten in einem Geheimfach in der Suite des Grafen gefunden. Hoffen Sie, dass dieser Nachlass dazu dienen wird, Ihrem verstorbenen Gatten in Ehren zu gedenken. Danke. Tschüss. Tschüss. Er hat wirklich sehr merkwürdig reagiert. Ist doch klar. Niemand wird gern mal seine Fehler erfassen. Oh nein, das meine ich nicht. Die Fehldiagnose bei Frau Linsen, die schien ihm ziemlich egal. Ein verantwortlicher Leiter hätte das sofort überprüft. Also doch eine Tarnorganisation. Was? Ich denke, das ist ein sozialer Pflegedienst. Dieser Dr. Martinek ist nicht nur Leiter des Pflegedienstes, sondern auch der Chef von Leitendes Licht. Wie bitte? Was soll das denn sein? Eine Sekte. Simon hat das herausgefunden und mich gewarnt. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich war so froh bei meinen neuen Aufgaben. Aber um kranke, hilfsbedürftige Menschen geht's denen überhaupt nicht. Die wollen nur an deren Geld. Hast du dafür irgendwelche Beweise?
Frau Linsen hat doch der Organisation ihre gesamten Ersparnisse vermacht, weil sie dachte, dass sie bald stirbt. Verstehe. Dann war die Fehldiagnose also volle Absicht, um die alte Frau abzuzocken. Ziemlich clever. Aber nicht clever genug. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, als Kathi mich gefragt hat, ob ich mit ihr ausreiten will. Dann checkst du endlich, dass sie nur mit dir spielt. Wann gibst du endlich zu, dass ich die Wette gewonnen habe? Was glaubst du wohl, warum sie mit dir ausreitet, hä? Ganz einfach, Mann. Sie fährt auf mich ab. Ach was. Wo bleibst du denn? Weißt du nicht, dass man eine Dame nicht warten lässt? Hattest du irgendwas von Dame gesagt? Ich gehe dann mal, ja? Viel Spaß noch. Danke, den werden wir haben. Also was ist? Oder traust du dich nicht mehr mit mir ins Gelände? Ich kenne das Gelände inzwischen ganz gut. Aber hast du dir schon überlegt, welches Pferd du haben willst? Nimm du dir mal das Pferd, auf dem du dich sicher fühlst. Ich beherrsche sie alle. So, wie wär's dann mit einem Rennen? Nichts lieber als das. Wenn du es schaffst, mich einzuholen, kriegst du eine Belohnung. Na dann los. Ja, natürlich. Gut, dann komme ich morgen Vormittag aufs Präsidium. Danke. Gut. Da musste ich auch recht haben. Kleiner Trost. So oft kommt das ja zum Glück nicht vor. Das würde ich nur ohne dich machen. Hoffentlich verkraftet Isabel diesen erneuten Rückschlag. Oh Mann, die Aufgabe war hier so wichtig. Ja. Wir müssen ihr eben helfen. Irgendwie. Die Polizei wusste schon Bescheid. Ich bin nicht die Erste, die diesen angeblichen Pflegedienst belastet. Sie ermittelt schon seit längerem gegen die Sekte. Wieso haben Sie den Namen nicht dicht gemacht? Sie hatten nie konkrete Beweise. Deswegen muss ich morgen Vormittag nochmal aufs Präsidium meine Aussage wiederholen. Ja, was ist mit den alten Menschen? Kriegen die ihr Geld zurück? Es kommt ganz darauf an, ob sie Anzeige erstatten. Ja, ob von der Kohle noch was da ist. Ja, die Polizei sagt, erfahrungsgemäß bringen sie das Geld ziemlich schnell ins Ausland. Also so gut wie keine Möglichkeit, die Kohle wiederzukriegen. Leider nein. Na, wenigstens fallen nicht noch mehr Leute auf diesen Wunderdoktor rein. Ja, ich bin ja diesem Dr. Martinek auch auf den Leim gegangen. Obwohl ich anfangs skeptisch war. Nina? Ja? Oh. Bis für nächsten Monat. Danke. Vielleicht kriegt er ja noch seine gerechte Strafe. Wo willst du jetzt hin? Nach Hause. Warte, Isabel. Ich gehe auch. Ach ja, die Quittung mache ich dir dann später fertig, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Und was bekomme ich jetzt zur Belohnung? Du hast eine Abkürzung genommen, das gilt nicht. Hey, Moment mal. Kneifen gilt auch nicht. Du hast ganz klar verloren. Also gut, unentschieden. Nichts da. Ich bekomme noch was von dir. Und was hast du dir da so vorgestellt? Einen Kuss natürlich. Überleg dir was anderes. Was machst du heute Abend? Nichts. Dann hast du jetzt eine Verabredung. Mit wem? Ich lade dich ein. Ich weiß nicht, ob das was wird. Vertrau mir einfach. Also gut, um 8 Uhr hier unten. Abgemacht. Hallo? Was willst du? Ich bräuchte mal deinen Rat. Bitte, worum geht's? Sie haben mir heute Christophs Tagebuch zugeschickt. Ich war auch überrascht, dass er eins geführt hat. Sie haben es gefunden bei Aufräumarbeit. Mich wundert nur, dass man es dir überlässt. Ja, ich bin immer seine Witwe. Und? Hast du darin gelesen? Ist wahrscheinlich auch besser so. Obwohl es dir nicht schaden könnte, dich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Jedenfalls weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Am besten, ich gebe es gleich weiter an Henning. Nein! Wieso nicht? Er hat ein Anrecht darauf. Clarissa, er hat sich gerade erst wieder gefangen. Wenn er das jetzt liest, dann kommt alles wieder hoch. Die Trennung von Caroline, der Selbstmord seines Vaters, alles. Aber ich will das Buch nicht bei mir haben. Dann gib es mir. Zu einem passenden Zeitpunkt werde ich es an Henning weitergeben.
Ich habe es nicht mitgebracht. Dann schick es mir zu. Klar kann ich Isabel hier einstellen. Aber das ist doch nicht das, was sie sucht. Ja, sicher. Sie braucht etwas, wo sie sich voll engagieren kann. Was ist denn mit anderen karitativen Einrichtungen? Ich meine natürlich seriösen. Suchen die nicht noch nach ehrenamtlichen Helfern? Ja, händeringend. Aber ob sich Isabel jetzt noch mal auf sowas einlässt? Wohl kaum. Nach der schlechten Erfahrung, die sie gerade gemacht hat. Naja, vielleicht fällt mir zu Hause noch was ein. Viel Glück und grüß Isabel von mir. Marc! Deine Quittung. Also bis später dann. Du möchtest doch bestimmt wissen, wie es Isabel geht. Schlecht. Sie ist in eine Sekte geraten. Sie wieder das arme kleine Opfer, ja? Hör auf damit. Kann man nur so kalt sein? Akzeptiere bitte endlich, dass ich unter das Kapitel Isabel einen ganz breiten Schlussstrich gezogen habe, ja? Isabel kommt damit aber leider nicht klar. Oh. Dann muss Madame vielleicht mal lernen, dass sie nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Was bist du wieder stur? Nina, ich glaube, du hast da irgendwas vergessen. Isabel hat mich verlassen. Wegen Sebastian. Und ich, Idiot, renn los, riskier mein Leben, weil sie entführt worden ist. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ihren neuen Kerl besorgen? Den aufs Bettchen setzen? Die Kerzen anmachen oder was? Ja, versteck dich nur weiter hinter deinem Sarkasmus. Mir machst du nichts vor. Du hängst doch immer noch an Isabel. Ich hänge nur noch an meinem Leben. Und allein deshalb passen wir überhaupt nicht zusammen, okay? Oh, hallo Kathi. Hallo Marc, wie geht's dir? Wolltest du nicht gehen? Nicht bevor du mir glaubst. Es war ein Fehler, Christoph zu dieser Ehe zu zwingen. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Dazu ist es zu spät. Ich wollte nicht, dass Christoph das alles so kommt. Warum sprichst du nicht aus, was passiert ist? Ich will endlich vergessen. Dazu hast du kein Recht. Jede Nacht verfolgt mich derselbe Traum. Ich öffne die Tür zur Bibliothek und sehe Christoph mit der Pistole an seinem Kopf. Dann der Schuss. Sekunden, die nicht enden wollen, die mein Leben verändert haben. Die mich verändert haben. Warum versuchst du vor der Vergangenheit zu fliehen? Wenn du dich verändert hättest, würdest du dich dem stellen, was du getan hast. Dich damit auseinandersetzen. Das will ich ja. Nur wie? Das musst du selbst rausfinden. Hast du die Karten? Ja, sorry. Ich soll ja von Marie ausrichten, dass sie die Karten leider schon jemand anderem gegeben hat. Ah, Mist! Coole Klamotten. Und Marie hat dich extra hergeschickt, um mir das zu sagen? Ja, sie meint, es wäre irgendwie persönlicher als am Telefon. Außerdem wollte ich wissen, wie es bei eurem Ausritt gelaufen ist. Kathi steht auf mich. Nur irgendwie eine sonderbare Art, dir zu zeigen. Ich habe heute ein Date mit ihr. Wow. Und absolut nichts zu bieten. Außer deine coolen Klamotten. Und 2 VIP-Pässe für die coolste Aftershow-Party des Jahres. Du hast mich voll verarscht. Und dich hat's voll erwischt, mein Lieber. So ein Quatsch. Dann nimm mich doch mit. Kein Problem, nur... Naja, dir fehlt eben das gewisse Etwas. Niveau, Kultur... Kathis Figur. Das gewisse Etwas eben. Das nenne ich eine Begrüßung. Na, hab dich gar nicht kommen hören. Das würde ich jetzt auch an deiner Stelle behaupten. Ich bin nur über einen meiner Lieblingsfilme gestolpert. Cocktail. Danke, jetzt nicht. So heißt der Film. Ich durfte heute auch schon in einem mitspielen.
unheimliche Begegnung der dritten Art. Außerirdische im No Limits? Mhm. Überheblich, unsensibel, gefühlskalt. Mein Bruder ist dir über den Weg gelaufen. Richtig. Dabei bin ich mir sicher, dass ihm immer noch was an Isabel liegt. Na, selbst wenn. Der Eisklotz könnte das auch niemals zugeben. Wir zermartern uns den Kopf, wie wir ihr helfen können. Ja, der Einzige, der dazu in der Lage wäre, ist Stura, das ist eine Herde Ochsen. Mark hat eben allen Grund, auf mich sauer zu sein. Lara wollte irgendwas von dir. Hat sie schon mit dir gesprochen? Nein. Was wollte sie denn? Keine Ahnung. Ich sehe mal nach ihr. Sag mal, unsere Bemerkung gerade eben. Hey, schon okay. Macht dir wirklich nichts aus? Naja, ein bisschen schon. Aber es wäre unfair, dir oder Nina die Schuld zu geben. Ich habe Mark verlassen. Ich bin auf diese Sekte reingefallen. Ja, das hätte jedem anderen auch passieren können. Merkwürdigerweise passieren immer nur mir solche Sachen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich habe in der letzten Zeit eine Menge gelernt über diesen Pflegedienst. Oh, hast du neue berufliche Perspektiven? Ich möchte mich weiterhin um kranke Menschen kümmern. Und um Frau Linsen. Ich finde es echt super, dass du jetzt nicht einfach so aufgibst. Für irgendwas müssen diese ganzen Katastrophen ja gut gewesen sein. Clarissa hat mir heute mitgeteilt, dass sie mich auch nach der Heirat nicht freigeben will und nie in die Scheidung einwilligen wird. Meine letzte schwache Hoffnung, es gehe nur um den Adelstitel, ist nun dahin. Sie will Rache, lebenslänglich. Ach, Christoph. Sie weidet sich an meiner Verzweiflung und meinem Leid. Manchmal wünsche ich, ich wäre so kalt und gefühllos wie sie. Dann würden mich all die Demütigung und die furchtbare Aussicht, für immer von Caroline getrennt zu sein, nicht so quälen. Doch so weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Warum tut Clarissa mir das bloß alles an? Keine Panik. Erst 10 Sekunden über die Zeit. Wow! Rate mal, wo wir heute Abend hingehen. Felix. Ich sage nur Aftershow. Hey, du bist ja schon fertig. Hallo. Ich habe unsere Verabredung total vergessen. Es tut mir leid. Wir holen es ein andermal nach, ja? Versprochen. Thank you.